wir sind alle eure Fragen im Internet durchgegangen. Und jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was zu den neuen Wacker Akku neuesten Geräten. Einmal die Akkuleistung ist bei den beiden sehr unterschiedlich. Also der Herr hier hält ungefähr eine Stunde knapp. Und bei der Rüttelplatte ist es so anderthalb Stunden. Danach muss man halt, bringen wir die zum Platz, die Akkugeräte, also die Akkus, die kann man hier lösen. So, dann nehmen wir die zum Platz und dann können wir die da laden. Beziehungsweise ist auch mal gut, wenn man auf der Baustelle noch einen Ersatzakku hat, nicht dass man plötzlich da steht. Zu der Lautstärke kann man sagen, sieht man ja auch hier die dB-Zahl 100 Stunden bei dem. Muss auch trotzdem noch einen Gehörschutz tragen. Von der Leistung her an sich kann man sagen, der Stampfer ist relativ gleichwertig zum normalen Stampfer, wobei die Rüttelplatte halt wie so eine kleine Rüttelplatte halt ist. Ne? Für größere Sachen muss man halt die große Dolma nehmen, um vernünftig zu verdichten. Zu den Abgasen kann man auch sagen, wenn man jetzt in tieferen Gräben ist, hat man nicht mehr das Problem, dass man jetzt die Augen irgendwie tränen, wenn man auf engen Raum irgendwie die Abgase in die Augen kommt. Und auch die Hitze natürlich. Es wird nicht mehr heiß, wenn man mal aus Versehen irgendwie mal drangekommen ist oder so. Kennt ihr sicher jeder. Ja. Rahmenstampfer, den haben wir jetzt hauptsächlich immer für die kleineren Ecken genommen. Weil wir haben immer größere Gräben gezogen und dann haben wir halt das meiste mit der großen Rüttelplatte abgedrückt. Nur wenn es dann um Schächte oder um Straßenabläufe ging, dann haben wir den benutzt. Dann war der auch meistens am Ende des Tages leer, dann haben wir den in der Firma halt wieder geladen. Sehr einfach. Einfach hier auf das Knöpfchen drücken, dann blinkt das kurz, dann hat man die Ladeanzeige und dann. Ja, sagen wir so, für kleinere Sachen ist das super. Ne? Kann ich mich nicht beschweren. Ne? Brauche mal kurz den Stampfer für eine Ecke, ne? Geht das Ding sofort an, ich muss das Ding nicht warm laufen lassen. Wenn ich jetzt überlege, dass ich wirklich kilometerweise Rohre verlegen muss und immer wieder in kleinen Ecken, dann brauche ich natürlich was, was leistungsfähiger ist. Hallo, ich bin der Alex Prüfer. Ich bin bei der Firma Scheibmann für die Bäume zuständig. Und wir haben heute mal drei Elektrogeräte mitgebracht, die wir im täglichen Einsatz benutzen. Und hier haben wir einmal die Top-Händel-Säge für die Baumpflege. Das ist die MSA 160T von Stihl. Und die benutzen wir halt schon seit knapp anderthalb Jahren. Und ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Man muss allerdings wissen, welches Einsatzgebiet man damit bearbeiten möchte. Ist natürlich keine Säge für schwere Fällungen, sondern wir setzen die hauptsächlich in der Kronenpflege ein. Totholzbeseitigung und hervorragend geeignet für Salklettertechnik. Wir haben drei verschiedene Akkus. Hier haben wir einmal den großen, den 300er Akku, der hält knapp eine Stunde Schnittzeit, ist aber auch am schwersten, also der wiegt knapp 1,7 Kilo. Der 100er Akku, der ist sehr leicht, hat aber nur 15 Minuten Schnittzeit. Da wir aber bei der Motorsäge nicht durchgehend schneiden, sondern uns im Baum ja auch bewegen müssen zwischendurch, kann man eigentlich mit dieser 15 Minuten Schnittzeit so eine komplette Eichenkrone locker bewältigen. Wenn man da Totholz rausnimmt und ein bisschen entastet, ist das gar kein Problem. Ein wirkliches Pro bei der Säge ist natürlich, die Lautstärke ist sehr gering. Man bräuchte eigentlich gar keinen Gehörschutz. Der zweite Vorteil ist, man hat absolut keine Abgase, was sehr angenehm ist. Gerade wenn man dann im Korb ist oder im Sommer, in den Sommermonaten, nicht mehr in dieser Abgasglocke steht, sehr angenehm. Ansonsten ist mit der Säge auch sehr präzise Schnitte möglich. Auch wegen dieser relativ schmalen Schiene und Kette. Also gewichtsmäßig ist die sogar ein ganzes Stück leichter als die vergleichbare Baumpflegesäge mit Benzin. Gerade halt auch, wenn man dann den kleineren Akku benutzt. Ja.
Wie gesagt, für Fällungen ist sie nicht empfehlenswert, aber man kann auch durchaus Äste bis 20 cm Durchmesser damit bearbeiten. Muss dann halt nur ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ne? Also leistungstechnisch ist sie sehr gut, aber nicht auf dem Stand von den normalen Motorsägen. Dann haben wir hier eine Heckenschere, eine Teleskop-Heckenschere, die ist jetzt von der Firma Husqvarna. Ist damit den Akkus quasi genau wie bei Stihl. Die haben wir auch in drei verschiedenen Leistungsstufen. Bei der Heckenschere ist das halt nur anders. Die läuft ja quasi durchgehend, wenn man arbeitet. Und da kommen wir halt mit dem Akku ja eine knappe Stunde mit dem großen. Da muss man halt gucken, wenn man wirklich dauerhaft schneidet über den Tag, da braucht man dann halt schon einige Akkus, um über den Tag zu kommen. Oder man muss halt mit dem Kfz-Ladegerät zwischenladen im Auto. Ansonsten ist das Gerät ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Schwerpunkt her, weil wir ja vorher hier den großen Motorblock hatten, wo das Gewicht hinten war und mit dem relativ schweren Getriebekopf vorne relativ ausgewogen war. Jetzt haben wir den Schwerpunkt mehr vorne. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kommt man damit auch ganz gut klar. Von der Kraft her ist die Heckenschere sehr stark. Also die Kraft ist ja sofort verfügbar und die schneidet auch schon mal dann, ja ich sag mal, so einen fingerdicken Ast durch. Also da kann man gar nicht meckern. Ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache, wenn man gerade in lärmsensiblen Gegenden arbeitet. Gerade in Privatgärten oder so. Eine tolle Sache. Und dann haben wir hier ein Handgebläse der Firma Husqvarna. Ist jetzt der 200er Akku drin. Mit dem 200er Akku kann man circa 20 bis 25 Minuten arbeiten. Wir benutzen das halt ganz gerne zwischendurch für Kleinigkeiten. Wenn man schon mal Teilbereiche sauber machen möchte, kann man hier auch nochmal das Gas feststellen oder in den Eco-Modus schalten. Dann kommt man nochmal ein bisschen länger mit dem Akku aus. Wie gesagt, für Kleinigkeiten eine sehr gute Sache. Man braucht nicht immer starten. Man muss nur einmal im Prinzip auf den Anknopf drücken und dann sind die Geräte betriebsbereit. Wie gesagt, auch hier im Dauerbetrieb sind die natürlich dann relativ schnell leer und da muss man dann halt gucken, wie man das vernünftig hinbekommt, dass man dauermäßig dann genug Akkus hat über den Tag. Ja, also mein Fazit über die Elektrogeräte ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man weiß wofür. Für alle Sachen sind die mit Sicherheit noch nicht einzusetzen. Gerade jetzt die größeren Motorsägen, die wir zur Fällung benutzen, da sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück weit entfernt von der Kraft. Da stelle ich mir auch die Frage, ob das überhaupt irgendwann in Elektro umzusetzen ist. Aber wie gesagt, für den Alltag, wenn man weiß wofür, kann man da schon ganze Bereiche sehr spritsparend und dann auch angenehmer für sich selber gestalten. Und halt auch leiser für die Umwelt. Also von daher eine sehr gute Sache.